Und hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge Elderkreuz Online. Hier sind Lavana und Apo. ja, und wir sind gerade in der Krypta der Herzen 1 und das hat folgenden Grund. In ESO gibt es etwas Neues und ihr seht schon, ich habe hier den Grundshop geöffnet, um euch das mal zu zeigen. Es gibt jetzt solche, ich sag mal, Monster-Set-Waffen und einen Monturstil für den Helm und für die Schulter, die man in den jeweiligen Verliesen finden kann. Und die Waffen kann man leider nur im Kronenshop kaufen. Ich zeige euch die mal schnell. So ein Schwert, das hat hier so einen Feuereffekt. Schild, das hier, der Bogen und den Stab. Und den Helm und die Schulter kann man, wie ich schon gesagt habe, nur im Veteranenmodus finden, ne? Genau, und wenn man die Errungenschaft für den Hardmodus einmal gemacht haben, soweit wir das verstehen, hat man eine doppelte Drop-Chance dieser Helme, so gesagt. Genau, ich kann euch ja mal schnell zeigen, ob ich die finde. Ich muss noch dazu sagen, Ja. die Schultern bekommt man aus den Kisten von dem Mr. Rotbart. Genau, die Schultern kriegt er nur aus den unerschrockenen Truhen und den Helm halt hier beim Endboss. Und wie gesagt, wie Apo schon gesagt hat, Veteranenmodus eine normale Chance. Und wenn er das, beziehungsweise die Errungenschaft habt für den Hardmodus, dann habt ihr immer die doppelte Chance, ne? Soll ich Genau, denn doch deswegen mal warst du schnell da. schauen, ob ich die finde? Okay. Ach, hier eine Krypta für zwei. Das ist die Errungenschaft. Die müsst ihr haben. Besiegt die Lambris-Zwillinge in der Krypta der Herzen 1, Veteran, nachdem ihr die Schriftrolle der ruhmreichen Schlacht aktiviert habt. Ja, und falls euch jetzt wundert, na, wir sind nur zu zweit. Okay, Teddybärchen ist mit bei und die Schlinge, die nicht gerießt ist vom Apo, dann sind wir ja doch zu viert. Aber seit gestern, seit das Event hier gestartet ist, sozusagen, funktioniert die Suche nicht mehr so richtig. Beziehungsweise werden wir immer wieder aus der Warteschlange gehauen, ne? Na, na, da kann man dann schön wandern, da rennt man schneller als jetzt will. Genau, und da wir euch das zeitnah zeigen wollten, fangen wir gleich an. Wir Okay. ziehen, oder? Ja, wir ziehen hier die Endgruppen ein bisschen, ne? Geht einfach schneller, wenn man zu zweit spielt und ist nicht erforderlich, um den Endboss zu bekämpfen. Okay. Hier hinten könnte er eh gleich runterspringen. Wenn er das braucht oder so, könnt ihr das gerne machen, ne? Also ihr müsst das jetzt nicht alles ziehen. Könnte halten wie ein Dachdecker. So, okay. Und dann sind wir hier auch gleich beim ersten Boss. Wie ihr schon sehen könnt, ich bin hier wieder als Tank drin. Dauert zwar demnach ein bisschen länger, wenn es nur ein DD gibt, weil Apo ist DD. Oder Heiler ist er auch noch gleichzeitig. Aber es reicht aus, oder? Nein, das reicht alles für uns beide, ne? Na na, wir kommen klar. Okay, so. Ein bisschen Schaden mache ich ja auch mit, ne? Und ich spiele den Tengen aber so unwahrscheinlich gerne letzte Zeit. So, hier haben wir den ersten Boss. Der hat nur 800k, das geht noch. Wir stehen alle schön zusammen. Wenn du mal Heilung brauchst, musst du sagen. Ja, es geht bis jetzt. Nein. Ich hasse Synergien drücken. Drückt ihr auch immer so oft C statt X? Ich mache das so oft. Aber ich glaube, das ist echt langsam so gewollt, um mich zu ärgern. Aber ich Ziehen weiß wir nicht, auf wieder? welche Taste ich das sonst legen soll, ne? Na, na, können wir machen. Wir ziehen die Krebel. Wieder gleich direkt zum Boss? Jo. Da haben wir sie einfach alle zusammen, wisst ihr? Als die Gruppen einzeln auch zu machen. Hab den So. jetzt schon mal angefasst. Okay. Werde ich ja anscheinend auch. Na, So, na, jetzt mach das habe ich schon. ihn. Okay. Also der hier geht eigentlich auch an sich. Der spawnt zwar ein paar Ätzen, aber Apo kriegt die relativ gut und schnell dann immer tot. Aber der macht hier einen so einen Angriff, wo der selbst bei mir mal ein bisschen Leben abzieht. Aber ich bin noch nicht dran gestorben, also es geht.
versuche auch immer deine Synergien mitzumachen. Also die normalen Netze, die wir gezogen haben, sind weg. Oh nein, jetzt kommen hier so Zombies, seht ihr das? Aber das geht. Eigentlich ist Krypta der Herzen 1, finde ich, ein recht gutes Dungeon. Geht eigentlich sonst auch recht schnell, ne? Na? Ah ja gut, die Lambris-Brüder haben im Hardmode nachher 10 Millionen. Da klopfen wir natürlich ein bisschen drauf rum nachher, ne? Aber sonst geht's eigentlich. Na, ja, der Geist hat's mit dir ein bisschen. Na, ich glaube, das ist der, der so viel Damage macht, oder? Ne, der macht so eine Windwall oder wie man das nennen will. Na, aber irgendwas macht hier so extrem Damage, das zieht mir 50% ab. Das war gerade eben, der macht wie so ein Windschlag oder was das sein soll. So. Wenn ich so nah dran stehe, one-hitten mich das bestimmt. So, irgendwie kommt mein Bärchen aber nicht mehr aus meiner Ulti raus. Ich habe eigentlich auf einen ewigen Wächter gemorpht, aber irgendwie hat der keine Lust, irgendwann mal wieder zu erscheinen. Es ist, glaube ich, schon gut eine Minute um. Da muss ich gleich nochmal nachgucken, warum der nicht kommt. Machst du uns heute neue Tränke? Die laufen jetzt gleich mal alle. Kann ich machen. 1 Million Gold kostet das dann bitte. Echt jetzt? Ja. Zahlst du die mir? Nein, ich mach die. Wir sind immer so knapp bei Kasse momentan mit den Blumen. Das ist unglaublich, weil wir so viel kämpfen hier. Sonst hatten wir davon immer so viele. So. Warte mal ganz schnell, ich muss mal ganz schnell hier lesen. Ja, wundert euch nicht, ich spiele hier mit so einem Pad. Aber ich probiere alles Mögliche aus. Wir könnten jetzt auch tausende große Bildvideos gucken auf YouTube. Aber wir finden das besser, mal selber erst auszuprobieren, was zu uns passt, zum Schaden und alles, wisst ihr. Das macht ja dann auch Spaß. Einmal pro Minute erscheint der Grizzly erneut, wenn er getötet wurde. Und wo ist mein Grizzly? Ich sehe ihn nicht. Und jetzt sind schon mehr als 1 Minute um. Wieso kommt denn er nicht? Ist das ein Bug? Das können wir vorstellen. Sag nur Netschbug. Ja, super, ne? Die Netschku dürfte man ja eigentlich deswegen in manchen Dungeons gar nicht benutzen, ne? Na. Weil die immer die Bosse zurücksetzt. Hier, dieses Ding hier. Verstehe ich nicht, warum das denn nicht gefixt wird, ne? So, da hinten haben wir denn den nächsten Boss. Wir kommen dem Ziel immer näher. Das ist ein bisschen doof, die ganzen Ads hinzuziehen, weil der selber so blöde rumrennt, ne? Na. Also der Boss gleich. So. Sag mal, wie viel waren denn das hier jetzt bitte? Manche paar, guck mal das ganze Gold an. Cool. Ich mag Gold. Gut, dann haben wir den 1,9 Millionen. Gigant des Todes. Ja, das wird er gleich wirklich sein. Ich bin die Gigantin der Kämpferin. Okay. Wo will denn der hin? Oh, wir sollten ein bisschen mehr wieder zurück, oder? Bevor wir den noch so reinschlocken. Okay. Na komm. Oh, das ist nervig mit dem Hin- und Hergerennen. Kann man das eigentlich blocken? Nee, ich bin nicht. Soll ich mal probieren?
Kannst du aber nicht lachen, wenn ich jetzt die Wand hochrenne. Guck mal, das hat er jetzt nicht geschafft. Ich muss das unbedingt gleich mal ausprobieren, ob ich das blocken kann. Bei kleinen kann man es ja blocken, aber bei den großen kannst du nicht hochstellen. Aber nicht lachen, wenn ich auf dem Boden liege dann, ne? Nee. Okay, ich probiere mal. Nee, das geht nicht. Aber ich stehe noch, hast du gesehen? Na, aber. Aber der rennt trotzdem. Alter, ich bin größer wie du. Naja. Das war knapp. So. Den haben wir auch gleich. Immer Rinder weg. So. Cool. Gigant des Todes ist tot. Ich sag dir, der Name passt. Das stimmt. Wieder ziehen, oder? Machen wir. Ziehen ist immer gut. So. Achso, hier oben könntet ihr auch einen Boss machen, wenn ihr das normal spielen wolltet. Na, da ist auch noch ein Boss. Den brauchen wir jetzt hierfür aber nicht unbedingt. Genau. Und wenn es um Schlüssel geht, muss man den machen, ne? Genau, wenn er jetzt, dass er jetzt Daily drin hat, müsste er den, glaube ich, mitmachen. Sonst könnte das aber hierfür jetzt auslassen, weil es einfach schneller geht, ne? Ich denke mal, die Leute werden das alle eh so farmen. Da ist man froh, wenn man mal ein paar Ads einfach ziehen kann oder so. Ich denke mal, das passt. So. Ich hoffe ja, dass wir am Ende Glück haben und was bekommen, so Montour-Stil, ne? Das ist ja Geld. Oder Gold, wie man es nennen mag. Hier unten sind auch noch welche, ne? Die stehen hier so doof auf der Treppe rum. Laufen aber auch nicht. Och Menno, was macht denn ihr? Also ehrlich. Jetzt sieht man euch schon und dann habt ihr keine Lust mehr zum Laufen. So. Haben wir alle? Ja. Hier brauchen wir gar nicht mehr ziehen, das kleine Boss, genau. Genau. Hier habt ihr jetzt noch einen kleinen Boss und da hinten sind dann schon die netten, kleinen, niedlichen Zwillinge, die ihr dann besiegen könnt. Und dann sind wir fertig, ne? Wenn nicht schief geht. Genau. Und dann haben wir hoffentlich jeder von uns so einen tollen Stil, der alle 5 Minuten droppt. Das war natürlich nur ein Scherz. Ja, man muss aber zu dem Stil sagen, das haben wir natürlich noch nie gesagt, dass der Stil für die Mütze und für die Schulter keinen Effekt oder so haben. So ja, genau. Stimmt. Die Waffen haben ja einen Feuereffekt, ihr Lieben, ne? Habt ihr ja gesehen am Anfang. Aber die Mütze und die Schulter hat keinen. Also das ist wirklich so, als wenn ihr hier den Monsterhelm euch jetzt direkt aufsetzen würdet. Ich hab ja gedacht, die wollen das verhübschen damit, aber das ist... Nee, es sieht komplett gleich aus. Der einzige Effekt, dass er zum Beispiel, sag ich mal, ihr tragt jetzt einen Grotgor-Monster-Helm und ihr wollt gerne aussehen wie Lambris, weil das ja bestimmt jeder möchte. Das ist der einzige Effekt, was ihr damit machen könnt. Schade eigentlich, ne? Das vergeben wir schon, so werden wir aber das was bei uns natürlich immer ist, besitzen, ne? Man will es ja trotzdem irgendwie haben. Und das ist ja dann wieder doch cool. So, warte, nicht so eilig. Immer schön mit der Ruhe. Ich muss kurz mich sammeln. Ja, ich möchte jetzt gerne so einen Stil haben, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt hier das erste Mal gelaufen sind. Wir sind da schon ein paar Runden gelaufen und leider haben wir da kein Glück gehabt. So. Wollen wir denn die Schriftrolle der ruhmreichen Schlacht machen? Ja. 2 starke Krieger. Okay, ich werde die jetzt aktivieren. Okay, gebt mir einen Feind, mit dem man wirklich angeben kann. Okay, den möchte ich jetzt gerne haben. Cool. So, ihr Lieben, man kann die 2 Kriepel jetzt in der Mitte halten, beziehungsweise, dass ich die in der Mitte tanke und alle Schaden kriegen. Aber wir machen das auch ganz gerne, wenn wir es nur zu zweit spielen. Dauert zwar ein bisschen länger, dass wir nur den blauen, beziehungsweise, dass ich den blauen tanke und Apo sich um den roten kümmert, weil der blaue wirklich schon ein bisschen nervig ist, ne? Genau. Das ist vom Schaden her besser. Wie wollen wir es machen? So, wie wir jetzt gerade gesagt haben, oder? Na, so wie wir Lust drauf haben, also so. Okay, so wie wir Lust drauf haben. Okay. Man muss ja sagen, wir tun ja hier irgendwie
auf irgendwas laufen oder so, sondern wir wollen ja eigentlich nur wir fahren die Seiten, genau, und dadurch so Stress machen. Na genau. Falls ihr schon so neugierig seid, könnt ihr ja notfalls ein bisschen vorspulen, wenn ihr wissen wollt, was wir drin hatten. Nein, nicht vorspulen, gucken. Nicht vorspulen? Ah ja, immerhin müssen wir hier 10,6 Millionen runterkloppen, ne? Ich will nicht. So. Wenn ich dir den aber mal abnehmen soll, musst du rufen, ne? Was soll ich denn da rufen? Ja, nimm ihn mir ab. Große Kriegerprinzessin. Das ist mir viel zu anstrengend, so lange Text. Echt? Na toll. Super. Ich habe mich schon gefreut, so geehrt zu werden. Hey. Oh, der macht so oft hier schwere Angriffe. Aber guck mal, der hat nur noch 88%. Da habe ich schon ganze 12% mit dem Tank runtergekloppt. Plus deine Feuerbälle, die hier ranfliegen. Die rechne ich mal nicht dezent mit ein. Die machen auch ganz schön Schaden, wenn ich so gucke. Ja, die machen auch Schaden. Ich glaube 6.000 die Hit, ne? Wenn er dreimal getroffen wird, sind es auch 18.000 die abgehen. Ich soll davon auf deinen zu gucken. Das hat sie mich gerade fast schon erwischt. Ja, das ist die Neugierde, sage ich nur, ne? Ja, du hast die Neugierde ja produziert und nur mit solchen Sachen gesagt. Eigentlich bist du ja auch leicht neidisch bestimmt, dass ich hier so viel Aufmerksamkeit von denen kriege, ja. Und der andere Herr gibt mir auch eine Aufmerksamkeit, das bist du neidisch. Gar nicht, ich nehme mir den gleich. Ich könnte auch mit in die Mitte kommen, so ist nicht, ne? Ja, lass mal. Echt jetzt? So, da sind wir bei 8,1 Millionen. Bis jetzt geht's hart auf dich. So, ich muss jetzt, denke ich mal, meinen Bären hier wieder riesen. Ah, jetzt hat es abgebrochen. Weil ja der nicht von alleine kommt. Ist doof, echt. Was machst du denn jetzt? Jetzt stand da gerade nur rum. Also. Toll. Ach so, ihr Lieben, und sollten wir sterben oder so, ist das auch nicht schlimm, ne? Also, wir machen das so, wie wir Spaß und Lust hier dran haben. Wir finden das auch nicht schlimm, wenn man mit einer Fiebergruppe rumläuft. Und da stirbt jemand. Manche reagieren ja da so extrem empfindlich drauf. Na. Selbst wenn wir jetzt für irgendein Achievement das laufen. Es gibt ja hier die Achievements, dass man nicht sterben darf und so im Veteranenmodus. Haben wir auch schon. Und wenn es beim ersten Mal schief geht, macht man sowas halt einfach das zweite Mal nochmal, ne? Genau. Das ist kein Problem. Aber ich finde, es gibt mittlerweile auch ganz viele, die das so... weiß ich nicht, dass das schon ein halber Beruf ist, das Spiel dann, ne? Ja, die betreiben es einfach. Da muss der Hagenau den DPS bis auf den höchsten Wert genau haben und so. Oh, das ist... Was ein DPS angeht, muss ich auch sagen, ich finde Damage-Dealer besser, die weniger DPS machen, aber sich mehr schützen können auch, ne? Oder die Gruppe mit und so. Also wir können uns ja als DD auch selbst schützen, ne? Genau. Wir haben ja auch keine Highlights hier dabei, ne? Na genau. Heilen kannst du ja nebenbei. Und das funktioniert. Und das ist seltsam. Manchmal überleben wir auch länger als ein Tank, ne? Als Damage-Dealer. Na. Das Makabere ist ja, wir sind das jetzt ja schon ein paar Mal gelogen, auch mit Zufallsfokus noch ging. Und da war man auch nicht wesentlich schneller. Nö, nö, das geht hier eigentlich echt noch von der Zeit. Dafür, dass jetzt Veteran ist. Nein. Okay. Wir sind aber auch so, dass wenn jetzt hier, sagen wir mal, jemand, der nur Champion, sagen wir mal, bis 100 nur hat, dass wir denjenigen dann auch mitnehmen, ne? Also wir schmeißen den jetzt nicht auf Grund raus. Da hatten wir schon Gruppen bei gehabt, wo... jemand anders noch hoch war, wo derjenige denn rausgewählt werden sollte. Das haben wir dann meistens auch abgelehnt.
Wenn wir wissen, dass es gut schaffbar und so, ne? Na. Ich meine, jeder muss ja hier irgendwann mal das laufen oder fängt ja mal an. So. Okay, 43% müssen wir jetzt nur noch machen. Das ist gut. Mal gucken, was wir kriegen. Was denkst du? Ich hoffe, dass wir was kriegen. Also, wir können ja nur den Helm kriegen, aber... Challenge ums Recht. Ich krieg was. Ich. Entschuldigung, ich wollte mich ja mal freuen. Na toll. Und was denkst du? Ich würde denken, dass du kriegst. Echt jetzt? Na, na. Okay. Oh, nein. Soll ich mir klauen? Nee, nee. Ich hab bloß keine Magika, weil ich vergessen habe, auf den Lauf zu laden. Na toll. Also ist mein guter Tank weg, ich hab bloß noch diesen Pfeifer. Hab ich alle gemacht. 34% müssen wir nur noch haben. Müssen wir nur noch machen. Hab ich eh verwirrt. Werde ich gleich mal umgeschmissen. Ah, der ist schon nervig. Ich muss mal ein bisschen hier rüber gehen. So, den Bruder hast du ja gleich erledigt. Eine Million noch. Echt jetzt? Ja, noch. Okay, ich nehme es wieder zurück. Aber insgesamt müssen wir jetzt nur noch 3 Millionen, das geht ja. Nicht verzagen, Lavapo fragen. Echt jetzt? Na, na. Aber nur leichte Fragen. Na toll. Nein. Aber ja, ich weiß, ich hatte das Schild nicht hochgehalten. Super. Aber ich lebe noch. Wobei ich jetzt, glaube ich, mit meinem DD dann schon Schwierigkeiten gehabt hätte. So, 25% müssen wir jetzt nur noch machen. Soll ich mich doch mit in der Mitte bewegen? Weil der jetzt nur so wenig hat? Kannst du, aber dann sehe ich nichts. Siehst du nichts? Ja, da steht schon meiner. Wenn du da noch stehst und dann der. Ja, toll, was soll denn das heißen? Ich bin so schnell, dass Feuer auf mich zugeflogen kommt. Also gefahren, würde ich sagen. Jetzt suchst du schnell, um das zu besänftigen, ne? Nein. So. Jetzt kannst du dich hinstellen, jetzt habe ich genug Butter. Okay. Sicht. Ich sehe nichts. Du. Ah ja, wir sind ja auf Vampirstufe 4, ne? Da ist das natürlich auf die Kontraproduktion, die ganze Feuer. Ja, deswegen ist es auch besser, dass wir zuerst mit dem Feuer töten, ne? Das ist ja genial. Cool, der erste ist tot. Jetzt wird aber der hier mächtig sauer gleich werden. Ihr seht schon, der ist schon am Ausrasten. Nein! Nein, was machst du? Du liegst im blauen Kreis drin. Hilfst du mich auch? Echt bitte? Jetzt? Ja, warte ja. Jetzt. Warte. Ich muss erst machen, wenn er seinen nächsten schweren Angriff gemacht hat. Aber du musst doch da in so einem Kreis drinnen liegen, ne? Ich weiß nicht, aber auf einmal unter meinen Polen, dann war es da. Kannst dir einen halben Kilometer Fläche aussuchen, aber du musst da drinnen liegen. Nein. Du kommst ja kaum Schaden. Ja, aber ich muss ja trotzdem mit meinem Leben haushalten, weißt du? Ja. Man muss das so ganz... Ich muss mir das einteilen. Es war ja wieder klar, dass ich kurz vorher sterbe. Ach, kein Problem. Ich weiß aber... Daran ist das auch nicht abhängig, ob man jetzt hier was bekommt oder so, ihr Lieben. Stell mal vor. Nee, das ist, glaube ich, nicht abhängig. Das ist aber nicht abhängig, aber... Das wäre ja ein Ding, ne? Gott sei Dank haben wir das auch schon mit dem Sterben. Das haben wir, ne? Und wir machen das ja nur zu zweit. Wie gesagt, alles heilen kannst du auch nicht jetzt.
Und ich kann hier schlecht gerade heilen als Tank. Also ich habe jetzt keinen Gruppenheal drin, ne? Ich hätte jetzt nochmal Schild geben können, statt den Adonagen zu riechen, eigentlich. Nein, Hammern! Gleich Hammern, ja! Weg, 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 weg. Cool, da ist er tot, super! Und hast du schon reingeguckt? Nee, ich hab noch nicht reingeguckt, du bei guckst drei? Erst rein. Okay, okay, nee, warte, 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 bei drei. Eins, zwei, drei. Nein, ich hab nix. Yay! Hast du was? Nee. Echt nicht? Doch! Hast du was oder hast du nichts? Hab ich. Echt jetzt? Oh, wie kann euch das zeigen? Sonst hätte ich jetzt gesagt, dann setze ich mir jetzt den Elambrus-Ansatz auf, dann ist es das gleiche. Kriege ich das? Oh. Brauchst du das hier? Seid Elambrus-Maske. Guckt mal bitte. Nee, einen Bogen brauchst du davon, glaube ich nicht. Nein. So sieht das Ganze aus, ihr Lieben. Nee, nee, das kannst du behalten. Ich wollte es bloß schnell zeigen. Seht ihr das? Ach so. Stilseite Elambrus. Ja, super. So schnell ist er dann auch wieder weg, habt ihr gesehen, ne? Kann ich euch keine zwei Sekunden zeigen? Na toll. Warte, machen wir nochmal das Verbesserung. Ja, ich muss das nochmal richtig zeigen, guck doch mal. Also, ich hab mich bewegt. So, und das könnt ihr hinzufügen und dann habt ihr Monturstil dafür, ne? Und die Schulter, wie gesagt, kriegt ihr aus der Kiste von dem Rotbart. Und ich habe das auch schon ausprobiert, 30 Schlüssel habe ich da schon verbraten, die habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Aber Apo hatte gestern Glück mit der Schulter, ne? Na? Aber die habe ich schon wegschnabuliert. Die durfte ich dann haben. Das hast du. Na, genau. So, das ist gut. Ja, das war cool, ne? Okay, nee, hier brauche ich nichts mehr. So, dann hoffen wir mal, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.